Hallo Leute, also hier schon mal eine Variante, wie man mit diesem einfachen Panel auch speichern kann in eine Batterie und einspeisen. Und zwar, also wir gehen hier vom Panel auf diesen Controller, der dabei ist beim Panel. Es geht auch mit dem Bluetti, aber da fehlt mir jetzt noch ein kleines Kabel, um gleichzeitig alles auch laden zu können über die Solarzelle. Darum erstmal damit. Also hier kommen wir in das Panel rein. Am zweiten Kabel hängt hier die Batterie. Ich könnte auch eine Bleibatterie aus der Säule nehmen, aber die hat weniger Kapazität. Das Einzige, was man machen muss hier im Controller, ist den Batterietyp umstellen, ob Lithium, Eisen oder Blei. Und dann als Verbraucher habe ich hier dieses Konstrukt angeschlossen. Dieses Gerät erhöht die Spannung von 12, respektive 13, auf etwa 20 Volt. Ich kontrolliere auch den Stromfluss, so dass am Ende hier der Inverter, der daran hängt, mit ungefähr 50 Watt einspeist. Das heißt natürlich, das ist ja jetzt nicht geregelt, sobald das Panel weniger als 50 Watt produziert, kommt es aus der Batterie. Sobald es mehr erhält, wird die Batterie geladen. Ich habe auch noch ein Jelly weiter hinten in der Verkabelung. Das heißt, ich kann den Inverter auch vom Netz trennen. Dann wird natürlich die Batterie wieder geladen. Das hier ist jetzt natürlich nur ein Versuchsaufbau, um es euch zu zeigen. Nicht, dass man das so betreiben sollte. Was hier zu beachten ist, ist diese Verbindungen. Die ändern immer die Polarität mit jeder Steckverbindung. Da muss man ein bisschen aufpassen und erstmal messen. Wie ihr hier seht, ich habe es jetzt. Es gibt so Zwischenstücke. Ich blende euch das ein, die Polarität wieder umdrehen. Ich habe es jetzt hier so gelöst, dass ich hier einfach gedreht habe. Ihr seht, der blaue, der Minus ist, geht auf den roten und umgekehrt. Und hier bleibe ich deutlich unter 5 Ampere, sodass die Kühlleistung auch ausreichen sollte. So geht das. Ich sehe jetzt, komm. Es gehen 4,5 Ampere raus. Schwankt immer ein bisschen. Und reinkommen 3,5. Also die Batterie wird langsam entladen. Ich bin jetzt allerdings auch ein bisschen vor dem Panel. Ja, wie seht ihr, jetzt sind wir schon fast auf Gleichstand wieder. Wenn ich davon weggehe. Ja, und ob das jetzt erlaubt ist und ob ihr das selbst machen solltet, das ist natürlich eine andere Frage. Da kann ich euch nicht beraten. In Deutschland ist sowieso immer alles ein bisschen anders. Aber funktioniert zumindest mal. Ich zeige euch dann in ein paar Tagen, wenn das andere Kabel angekommen ist, noch dasselbe mit der Bluetti, da ist natürlich die Kapazität größer. Ich konnte also, ich habe das schon mal versucht, 0,2 Kilowattstunden einspeisen. Ach ja, statt mit diesem Ding habe ich es erst so mit einem Labornetzteil versucht, das an den AC-Ausgang der Bluetti ging. Oder ja gut, hier kann man das ja auch machen mit einem Inverter. Und habe das dann darauf versucht, aber dieses Labornetzteil, das war sowas von ineffizient. Also da gingen 50 Watt raus, aber irgendwie 110 Watt rein. Sofern die Bluetti da mit der Scheinleistung, die das Ding sicher hat, klarkommt, das zu messen, das weiß ich nicht. Vielleicht war es auch nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall, hier hat man jetzt nur eine Wandlung von DC auf AC, was sicher besser ist. Das Ding hier sollte recht effizient sein. Jetzt noch einen Spaziergang mit dem Hund machen. Ja.
wünsche euch ein schönes Wochenende und liken, subscriben und so weiter, wie immer. Tschüss!